Dies ist ein Dokumentarfilm über eine weitestgehend unbekannte geodätische Vermessung, welche die Sicht auf die Form der Erde für immer verändert. Es geht dabei im Besonderen um zwei Männer. Ein exzentrischer, selbsternannter Messias-Visionär, der unnachgiebig behauptet, dass die Erde eine konkave Kugel und das gesamte Universum in ihm enthalten sei. Und der andere, ein genialer Geodät, welcher den Vermessungsapparat erfunden hat und die Untersuchung überwachte. Die Ergebnisse bestätigten auf schockierende Weise ihre Annahmen. Seit diesem Tag hat die Wissenschaft schändlicherweise alles in ihrer Macht Stehende getan, um diese Ergebnisse zu ignorieren und beließen diesen geodätischen Schatz in den staubigen Regalen der Pseudowissenschaft. Deshalb fühle ich mich dazu berufen, die Namen dieser zwei Männer zu verteidigen und die Aufmerksamkeit zurück auf diese perfekte geodätische Untersuchung zu lenken und die Menschen über dieses Geo-Universum zu unterrichten, in dem wir leben und um all die Machenschaften der sogenannten Wissenschaftler zu entlarven. Meine Damen und Herren, eine Gerade wurde in den Sand gezeichnet. Eine unsichtbare Gerade, die nie wieder verschwinden wird. To the crystal ball in the sky, you bought a lie. You were told you were on the outside. If this is news to you, your leaders have misled you, 'cause they have known all this time. They know we're on the inside. Ich wette, die Touristen und Besucher von Naples Beach, Florida, haben keine Ahnung, dass eins auf dem Sand, auf dem sie sich sonnen und ihre Surfboards entlangschleifen, vor über 118 Jahren das einzigartige Geradstreckenverleger-Experiment durchgeführt wurde, welches schlüssig beweist, dass sich die Erdoberfläche nach oben krümmt. Sicherlich kennt auch keiner von ihnen einen Mann namens Cyrus Teed, der seine religiöse Kommune, genannte Koresh in Unity, nur Minuten entfernt in Estero aufbaute. Er nannte sich selbst Koresh, das ist Hebräisch für Cyrus, und er glaubt, er sei die siebte Inkarnation Christis. Einige seiner Theorien und Praktiken würde ich persönlich nicht wiederholen, angenommen ich wäre die achte oder neunte Inkarnation. Aber es ist eine geodätische Annahme, dass wir auf der Innenseite der Erde leben, um die es mir hier geht. Koresh sagte, unter der Annahme, dass die Erdoberfläche konvex sei, kam es zu dem erstaunlichen Druckschluss des kopernikanischen Systems, welches auch laut seiner enthusiastischsten Befürworter nicht einen einzigen Beweis für wissenschaftliche Korrektheit beinhaltet. Denk nur an all die Fortschritte in der Raumfahrttechnologie, seit er dies 1898 in seinem Buch Cellular Cosmology sagte. Wir waren anscheinend mehrfach auf dem Mond und landeten sogar einen Rover auf dem Mars und sogar Sonden auf Kometen, Millionen Kilometer entfernt. All das, während wir uns weiter auf einer unwichtigen blauen Kugel mit 1600 km/h drehen, während eine Sonne in 150 Millionen Kilometer Entfernung unsere kleine Kugel exakt auf die richtige Temperatur aufheizt, um es uns gemütlich zu machen. Und natürlich ist unser Sonnensystem nur ein kleiner Fleck in unserer Galaxie, welche selbst mit unvorstellbarer Geschwindigkeit dahin zieht. Aber bitte erlaubt mir erstmal ein bisschen zurückzugehen. Am Ende von Koreshens sehr erfolgreichem Geradstreckenverleger-Experiments, welches zeigte, dass die Erdkrümmung weder konvex noch flach, sondern konkav ist, erwarteten sie, dass nichts ihren Fortschritt aufhalten würde, das moderne kopernikanische System der Kosmologie über den Haufen zu werfen. Professor Ulysses Grant Morrow, ein Freund Teeds und Mitglied der Kommune, war der Geodät, der das Geradstreckenverleger-Experiment erfand und durchführte. Er sagte dem Chicago Times Herald am 25. Juli 1897 nach den Ergebnissen: Nichts kann den Fortschritt des Koreshen-Systems aufhalten. Es ist unwiderlegbar. Die Welt kann nicht lange der Kraft der absoluten Wahrheit, der unbestreitbaren Tatsachen, der größten Entdeckung der modernen Zeit standhalten.
Die Fakten, die wir beobachten und die Geraden, die wir untersucht haben, welche die wahre Form der Erde belegen, beruhen auf unseren Feldtests. Wir fordern Sie daher auf, diese zu widerlegen. Aber unsere Herausforderung muss auf dem Versuchsfeld erfolgen. And so, to this day. Und so wurde bis zum heutigen Tag die Herausforderung, den Geradstreckenverlegertest zu wiederholen, nicht angenommen. Es muss einen guten Grund geben, warum dieses Experiment niemals durch niemanden wiederholt wurde, zumindest nicht in der Öffentlichkeit. Was ist der Grund? What is that reason? Ist es, weil wir bereits wissen, dass die Erde eine konvexe, sich drehende Kugel ist? Also warum die Mühe? Aber woher wissen wir das wirklich? Es gibt sehr viele Gründe, dies nicht zu glauben. Was könnte die neugierigen Wissenschaftler davon abhalten, ihr doch so geliebtes Gesetz der Wissenschaft, den Prozess von Test und Überprüfung, hier nicht anzuwenden? Meinst du nicht, das ist etwas heuchlerisch und verräterisch? Where's all that testing and retesting? Don't you think that is slightly hypocritical and telling? Their silence is their admission. Ihr Schweigen ist ihre Zustimmung. Seit ich das Weltbild der konkaven Erde entdeckte und daran glaubte, damals in 2003, ich las damals von dem hier beschriebenen Experiment, das war der ausschlaggebende Faktor, wollte ich es vor aller Welt herausschreien. Ich wollte es meinen Freunden erzählen, meiner Familie, jedem. Aber abgesehen von meinen zwei kleinen Jungs zu der Zeit, erfuhr ich nur Ablehnung, Entfremdung, Spott und Verachtung. Es war eine holprige Fahrt bis hierher, aber ich mache weiter, denn ich spüre, dass Cyrus über mich wacht. Und darauf wartet, dass ich meinen Kinderschuhen entwachse und glaubhaft und schön seine Erkenntnisse einer konkaven Erde verbreite. Die Ungerechtigkeiten, die ihm und Eugene Morrow angetan wurden, durch die Unterdrückung des Experiments, bleiben mir im Halse stecken. Und wenn es überhaupt erwähnt wird, dann ist es nur schändliche Kritik über den Apparat an sich. Ihre Informationen wurden komplett unterdrückt und der Großteil der Öffentlichkeit hat noch nie davon gehört. Die von Google Online digitalisierte Version seines Buches Cellular Cosmogony wurde aus der Sammlung Robert Chartwells entnommen, die er als Pseudowissenschaften bezeichnet. Wenn Ihnen das Geradstreckenverleger-Experiment überhaupt bekannt ist und Sie sich wunderten, ob es tatsächlich wahr sein könnte, haben Sie bestimmt online nachgesucht und sind sicher auf dem Ruhestand befindlichen Physiker Donald Simonek gestoßen. Dieser hat eine veraltete Website, auf der er all seine Meinung nach verrückten Wissenschaftler aufführt und dieses Experiment widerlegt. Ich hatte einen E-Mail-Austausch mit Herrn Simonek 2003, als ich erstmals auf die Innenwelttheorie stieß. Er konnte meine Behauptung nicht widerlegen, dass seine Kritik rein subjektiv und lediglich auf Vermutungen basieren. Er behauptet, dass die Elemente sich immer mehr verbogen und dadurch das Ergebnis zugunsten der Konkavität entstand. Aber als empirischer Wissenschaftler, der er ist und sich treu an das Verfahren von Test und Wiederholung des Tests hält, hat er doch sicher einen Forschungszuschuss von seiner Universität beantragt und bewilligt bekommen, um den Geradstreckenverlegertest zu wiederholen, oder? So wie Eugene Morrow gesagt hätte, lass die Gerade der Form der Erde bestimmen, sei das Resultat, was immer es eben ist. Nun, nein. Donald hat nichts dergleichen. Stattdessen zog Donald aus einer Spielzeugkiste in seinem Dachgeschoss einen Baukasten und konstruierte irgendwas, um zu zeigen, wie die Elemente des Geradstreckenverlegers sich verbogen haben könnten. Zumindest nehme ich an, dass ihm, wenn schon nicht seine Universität, dann vielleicht jemand aus der Lockvogelabteilung Unterstützung für seine Hightech-Überprüfung gab. Sie bezahlten ihm vielleicht auch seinen Trip zu den Archiven der Koreshan-Bibliothek, um nach den originalen Messdaten von Morrow zu suchen. Wer weiß das schon. Hätte er etwas mehr Zeit als echter Wissenschaftlicher anstatt als investigativer Journalist verbracht, hätte er sicher mehr Respekt von mir erhalten. Er benutzt das Wort bemerkenswert, um zu beschreiben, dass das Experiment einen akkuraten Erdumfang von 25.000 Meilen prognostizierte. Ich benutze das Wort bemerkenswert dafür, dass seine Leser seine unlogische, die Elemente haben sich gebogen, Erklärung abkauften.
Die Elemente hätten sich nur exakt so weit biegen dürfen, nicht ein Zehntausendstel Grad mehr oder weniger, um die akkurate Rundung der Erde zu berechnen. Aber was noch beunruhigender und aufschlussreicher ist, ist die Täuschung von Szymanek. Meiner Meinung nach verbrachte er eine beträchtliche Menge an kalkulatorischer Energie dafür, den Leser davon abzulenken, selbst mehr herauszufinden und zu bemerken, dass er die Daten der rückwärts durchgeführten Überprüfungsmessung absichtlich aus seiner Seite weggelassen hat. Natürlich muss man, wenn man etwas entfernt und damit wichtige Informationen zurückhält, dies mit weniger wichtigen ersetzen. Und für mich tat er genau das, indem er überflüssige Berechnungsdaten hinzufügte. Die rückwärts durchgeführten Untersuchungsdaten waren der absolute Beweis für die Exaktheit des Geradstreckenverlegers und bewiesen ohne jeden Zweifel, dass er absolut gerade war und sich absolut gar nichts abgesenkt hatte. Sie drehten den gesamten Versuch auf einer Länge von 3/8 Meilen um. Wenn sich jetzt die Gerade ebenfalls gesenkt hätte, wie sie das vorwärts tat, dann hätte man sagen können, die Messelemente hätten sich verbogen. Aber die Elemente senkten sich nicht ab. Sie trafen sich exakt mit der vorwärts verlegten Linie. Sie stiegen also rückwärts wieder an. Tatsächlich ergab sich aus den rückwärtigen Untersuchungsdaten von Morrow sogar an zwei unterschiedlichen Stellen mikroskopische Abweichungen nach oben, was jegliche Spekulation, die Elemente hätten sich abgesenkt, widerlegen. Shattering all speculation whatsoever of beam sagging. Okay, ich habe hier ein Video von Joseph Winthrop gesehen, der eine E-Mail-Korrespondenz mit Donald Szymanek führte. Ich möchte nur noch kurz ein paar Punkte anbringen, bevor ich das Video laufen lasse. Meine Annahme ist, dass Donald Szymanek absichtlich die Daten der rückwärtigen Überprüfung des Geradstreckenverlegers ausgelassen hat, um uns zu täuschen. Auf der linken Seite sieht man die Spalte, die er auf seiner Website veröffentlicht hat. Er hat diesen Bereich hier hinzugefügt. Das sind wirklich nur überflüssige Kalkulationen, die er meiner Meinung nach nur eingefügt hat, um davon abzulenken, dass es tatsächlich rückwärts geführte Überprüfungsdaten gibt. Hide or distract the reader from actually knowing that there's actually return data. Diese grüne Box hier sind die Rückwärtsdaten, die Szymanek ausgelassen hat. Diese sind aus Cellular Cosmogony auf Seite 123 und zeigen eindeutig, dass sich die Elemente nicht abgesenkt haben. Er erwähnt die Möglichkeit von erfundenen Daten. Nun, wenn jemand Daten erfunden hat, dann sind sie es, Mr. Szymanek. Sie erfinden Daten, indem sie wichtige Daten weglassen. Okay, Zurückwärtsüberprüfung. Nach 2/3 Meilen sind sie nochmal zurück bis zur 2-Meilen-Marke. Wenn man also die Ergebnisse dieser rückwärts durchgeführten Überprüfung vergleicht, sind sie absolut beständig. Bei 2 Meilen hier haben wir eine Abweichung von 30,62 Inch. Bei 2/3 Meilen eine Abweichung von 48,25 Inch. Bei der Rückwärtsmessung starten wir bei 2/3 Meilen, das sind 48,25. Bei 2¼ sind es 42,53 und vorwärts bei 2¼ sind es 42,68. Sehr genau, fast perfekt. Very close. Very pretty much perfect. Gegen Ende wird die Distanz sogar quadriert, was die Abweichung noch viel extremer machen würde. Keine Chance, dass sich die Elemente absenken, Mr. Szymanek. There's no way the beam sagged, Szymanek. No way. Bei 2¼ Meilen haben wir 42,53 rückwärts und 42,68 vorwärts. Praktisch identisch. Virtually the same. Bei 2¼ Meilen haben wir rückwärts 34,32 Inches und vorwärts 34,56. And the forward progression 34.56. So this is the data that Szymanek deceptively omitted. Das sind also die Daten, die Szymanek einfach aus seiner Kritik gegen den Geradstreckenverleger weggelassen hat. Und wenn er weiter ohne irgendwelche Beweise behaupten will, die Elemente hätten sich verbogen, dann ist er kein echter Wissenschaftler. Ein echter Wissenschaftler würde überprüfen, wiederholen. Stattdessen investiert er Zeit und fährt zur Correction Community und durchforstet die Archive von Morrows, um seine Notizen zu finden. Wenn er also mehr Zeit als echter Wissenschaftler investiert hätte und nicht als investigativer Journalist, dann würde ich ihm sicher mehr Respekt entgegenbringen. Okay, so I had an email exchange with Donald Szymanek. Okay, also ich hatte einen E-Mail-Austausch mit Donald Szymanek und ein Großteil ging nur um Steves Behauptungen, er sei Christus. Ich werde mich hier also auf die wissenschaftlichen Punkte beschränken. Points pertaining to the science. Okay, so I'm gonna go ahead and start. Gut, dann fange ich mal an. Er sagte also, Joseph, danke für den Link zu dem lesbaren Bild. Steve konnte zu dieser Frage nichts beitragen.
Wir haben die Daten des Experiments in Naples aus Tietz' Buch und auf meiner Webpage, aber wir haben keine der Rohdaten und keine Daten über eine rückwärtige Messung. Wenn Steve diese hat, soll er einen Verweis darauf liefern, wo diese zu finden sind. Okay, stopp mal. Es steht doch hier in der Grafik auf Seite 103.4 in Cellular Cosmogony. Das ist Tietz' Buch. Wenn Donald Simonek sagt, wir haben die Daten aus Tietz' Buch, dann spricht er über das Buch Cellular Cosmogony. Und da steht es doch im Original auf Seite 103.4. Die Sektion traf sich am exakt gleichen Platz wie vorwärts mit der Haarlinie exakt über der feinen Linie auf der Messingplatte. Ihr könnt das einfach selbst nachlesen. Ich hoffe, das macht Sinn für euch, aber es war natürlich erforderlich, dies auch rückwärts zu überprüfen. Aber weiter geht's. Ich habe diese Information in den Archiven der Correction-Bibliothek gesucht im College of Life, aber die Mitarbeiter dort sagten mir, dass Morrows Original-Notizbücher, welche diese Daten vielleicht enthielten, verschwunden wären. Ich wollte die Original-Rohdaten aus Morrows Notizbuch finden, da man doch zu Recht misstrauisch sein sollte, dass die Daten in Morrows Buch erfunden sein könnten. Viele haben vermutet, dass diese gefaked sein müssen. Ich kann das immer noch nicht ausschließen, aber meine eigenen Analysen sagen mir, dass Morrow die Messungen, die er vornahm, ehrlich notierte und sich der fehlenden Steifigkeit der 6-Grad-Streckensektion einfach nicht bewusst war. Alright. So. Okay, wenn er also die Messung ehrlich notiert hat, warum sollen dann die Daten der Rückwärtsmessung gefaked sein? Das ergibt keinen Sinn. Und die Überprüfung rückwärts bewies, dass die Elemente des Geradstreckenverlegers vollkommen steif waren. Denn wenn diese nicht absolut steif gewesen wären, dann hätten sie sich auch bei der Rückwärtsüberprüfung abgesenkt, wie sie vermuten. The rectilinear was rigid. Because if they backtracked it and it wasn't rigid, then the beams would have sagged, like you conjecture. So. Okay, and when he refers. Und wenn er darauf hinweist, dass Daten verschwunden sind oder verschwunden sein sollen, dann bezieht er sich auf die ersten handschriftlichen Notizen und Blätter, auf die er sie notiert hatte. Und der Grund, warum wir diese nicht mehr wirklich brauchen, ist, dass wir ja den finalen Entwurf haben, in Tietz' Buch, sind alle Daten, die wir brauchen. Wenn sie also über einen Teil des Experiments gelogen hätten, dann hätten sie über das gesamte Experiment gelogen. Und in seinen eigenen Worten, sogar auf seiner Website, gibt er zu, dass er glaubt, dass die Daten nicht zurechtgebogen oder erfunden wurden. Er glaubt, dass sie ehrlich notiert wurden und sie hatten auch Skeptiker dabei, um sicherzustellen, dass nicht gelogen oder getrickst wurde. Even on his website he admits that he believes the data was not forged or cooked. So he believes they were honestly reporting the measurements and they did have skeptics on ground making sure that they weren't lying or cheating. Die Corrections benutzen sogar ein Umkehrsystem mit den einzelnen Elementen, indem sie rechts, links, oben, unten immer wieder wechselten, um jegliche Abweichung zu neutralisieren und nicht eine Richtung der anderen vorzuziehen. Es gab sogar Spekulationen der Kritiker, dass die Ständer vielleicht in den Sand eingesunken wären, während sich das Experiment hinzog. Aber nochmal, die Rückwärtsüberprüfung zerstört diese Vermutung. Es wurde sogar vom vor Ort befindlichen kopernikanischen Untersuchungskomitee, welches laut Morrow alles in ihrer Kraft Stehende dafür taten, um zu beweisen, dass die Instrumente ungenau wären, gefordert, einen Vortest durchzuführen und auf 228 Fuß und wieder zurück am exakt selben Punkt herauszukommen. Und nach 456 Fuß oder zweimal die Distanz gab es 0,0 Abweichungen, nichts, nada. Nada, zilch. Könnt ihr euch das Gefühl von Morrow vorstellen, als er dieses 19. letzte Element angebracht hatte und die Haarlinie sah, wie sie perfekt zurück zu ihrem Ursprung auf der Platte geführt hat? Man denke nur an die Ingenieurskunst, eine derartige Präzision zu erreichen. Ich bezweifle sehr, ob heutzutage jemand an die Brillanz dieses Geodeten herankommt. Wie von einem voreingenommenen Kopernikaner, der mit Täuschung arbeitet, zu erwarten war, ließ der Stützor Simonek die Rückwärtsdaten einfach weg und hatte für die Vorüberprüfung nur einen kurzen spekulativen Kommentar übrig, in der er darauf anspielte, dass man damit das Absenken der Elemente nicht überprüfen hätte können. Das machte mich erst wütend, denn ich wusste, dass er dadurch dem konkaven Innenweltbild einen beträchtlichen Schaden zufügt, indem er es als dumme, sinnlose Diskussion darstellt, wenn überhaupt darüber gesprochen wird und es damit verspottet. Ironischerweise mit seiner eigenen Bestätigungserwartung warf er dem Corrections vor, es wäre möglich, dass ihre Erwartungshaltung und die Überschwänglichkeit, als sie sahen, dass sich die Linie wirklich neigt, die Daten einfach falsch ablasen. Obwohl ein Skeptikerkomitee vor Ort war, welches jeden einzelnen Schritt überwachte.
every step they took. If that isn't desperate enough. Wenn das nicht schon verzweifelt genug ist, fügt er lächerlicherweise noch hinzu, dass es wahrscheinlich unmöglich sei, überhaupt eine Erdkrümmung mit jeglicher Art von mechanischem Instrument zu beweisen. Ich frage mich, ob Simanek jemals jemand als Physiker gesagt hat, du nervst. You suck. Mein gerechter Zorn manifestiert sich manchmal in meinen Videos. Ich fühle mich berufen, gegen diese Clowns von Pseudowissenschaftlern anzukämpfen, um die Ehre von Teed und Morrow wiederherzustellen. Wenn man erst einmal den Aufwand sieht, um diese Erkenntnisse zu verdecken, Ergebnisse zu vertuschen und sie mit unwissenschaftlichen Spekulationen zu ersetzen und die eselhafte Widerspenstigkeit, sich gegen die Wiederholung des Experiments zu wehren, beginnt man den Umfang der Täuschung zu erkennen. But before I get too far ahead of myself, let's go back and start from. Aber bevor ich zu weit vorausgreife, lass uns erstmal zurückgehen und beim Anfang beginnen und den Geradstreckenverlegertest im Detail erklären. Der Ort der geodätischen Untersuchung der Corrections war ein ebenes, sandiges Teilstück am Naples Beach, Florida, Minuten entfernt von der Corrections Kommune. Das Geradstreckenverlegerexperiment, entwickelt durch Morrow, war ein genialer, simpler Apparat, der aus gigantischen 12 Fuß großen T-Stücken bestand, welcher in einer Reihe aneinandergelegt wurde, um über eine lange Strecke eine perfekte gerade Linie zu bilden. Wenn man diese exakt durchführt, sollte dies die Richtung der Erdkrümmung bestimmen, wenn vorhanden. In anderen Worten, wenn die anfangs austarierte Gerade kontinuierlich ansteigt, umso weiter man sie zieht, würde diese den konvexen Erdball beweisen. Genau wie die Kopernikaner es verkünden. Wenn die Linie gar nicht abweicht, wäre nachgewiesen, dass die Erde flach ist. Und wenn die Gerade kontinuierlich absteigen würde, wäre die Erde nachgewiesen konkav, also nach innen gewölbt. Dieser Test der Erdkrümmung schlägt jeden Versuch mit Langstreckenlasern oder Teleskopversuchsanordnungen, auch wenn dies ebenfalls gute Methoden sind, um zu beweisen, dass die Erde nicht konvex ist. Der Geradstreckenverleger hat aber den Vorteil, dass er eine gerade Linie während der gesamten Strecke durch einen mechanischen Prozess erzwingt. Damit sind mögliche Biegungen des Lichts, welche nachgewiesen über den Tag hinweg fluktuierend auftreten, und optische Täuschungen ausgeschlossen. Wegen dem ständig ansteigenden Meeresspiegel Floridas über die letzten 118 Jahre und weil Naples Beach ein luxuriöser Hafen für die Reichen geworden ist, schaut der manikürte Strand heute nicht mehr genauso aus wie auf den Illustrationen, die Corrections bereitstellt. Der Test begann am heute immer noch bestehenden Naples Pier und erstreckte sich dann südwärts für 4,1 Meilen. Und 2/3 Meilen davon wurden mit dem Geradstreckenverlegerapparat gemessen. Der Rest der Strecke wurde mit der Sichtlinie eines Teleskops verlängert. Es gibt eine Unterbrechung am Strand, die Gordon Pass genannt wird. Nach dieser Unterbrechung kommt eine Sandbank, die ausgebaggert oder ausgehöhlt werden musste, um die Sichtlinie auf 4,1 Meilen zu erweitern. Dort bildete ein verankertes Segelboot als Referenzpunkt den projizierten Endpunkt der Linie im Wasser. Die Vorbereitungen, bevor das Experiment überhaupt starten konnten, waren sehr aufwendig und zeitraubend. Ganze 2 Monate des gesamten 5 Monate langen Projektes beinhalteten: Erstens, Durchführung einer Überprüfung der Küste mit Vermessungstechnik. Dies beinhaltet das Aufstellen einer Serie von Pfählen, die im gleichmäßigen Abstand von 1/8 Meilen aufgestellt wurden und eine 4,5 Meilen lange meridiane Linie bildeten, die sich von Norden nach Süden erstreckte. Diese Pfähle wurden als Referenzpunkt für den Geradstreckenverleger benutzt, aber auch um die Position für die Senkkästen zu bestimmen, zu denen ich noch komme. Zweitens, Landausgrabungen am Strand waren nötig. Der Anstieg der Küste variiert von 5 Fuß am Pier bis auf 3 Fuß in der Nähe der Gordon Pass Unterbrechung. Aber das erwies sich als ein Segen für Morrow und Corrections. Lass mich das erklären. Da die vertikalen Ständer des Apparates nur 8 Fuß hoch waren und die berechnete Abweichung nach 2/3 Meilen über 48 Inch ergaben, hätte der Apparat gut 2 Fuß höher starten müssen, wäre der Strandabschnitt komplett eben gewesen. Aber da der Strand sich gleichmäßig mit 2 Fuß nach Süden absenkte, konnte Morrow seine Elemente über die gesamte Strecke auf einer angenehmen Höhe beibehalten. Dadurch konnten die Landgrabungen einfach durch Glättung kleinerer Sandhügel in der Flucht und Entfernen aller Fremdkörper vereinfacht werden. Drittens, Überprüfung der Rechtwinkligkeit der Geräte. 4 Wochen wurden darauf verwendet. Laut Morrow wurden 6 Testserien angewendet und jede Sektion 50 Mal auf einer speziellen Plattform montiert und gewendet und mit Messgeräten zur Referenz ausgewertet. Punkte und die feinsten möglichen Linien wurden auf Stahl- und Messingplatten eingraviert und darauf angepasst. Die Ablesung erfolgte mit Mikroskopen. Auf diese Art konnten kleinste Abweichungen der Winkel überprüft werden. Und viertens, eine Serie von Ebbe-Flut-Messgeräten mussten im Wasser aufgestellt werden, um eine konsistente Datumlinie zu bilden. Um die sich durch Ebbe und Flut änderten Wasserhöhen zu kompensieren, benutzte Morrow perforierte Senkkästen, welche Wasser durch kleine Löcher am Boden eindringen ließen. An den Senkkästen waren Messlatten montiert.
Die Senkkästen stabilisierten das wellige Meereswasser, um akkurate und gleichbleibende Messungen zu ermöglichen. Morrow hielt fest, die durchschnittliche Distanz der Ebbe-Fluthöhen an der Küste von Florida betrugen 3,5 Fuß. Der mittlere Gezeitenstand ist der Punkt auf halber Strecke zwischen Flut und Ebbe. Es war wichtig, diesen Punkt so genau wie möglich zu ermitteln. Diese erreichten wir durch die Platzierung von Senkkästen mit Perforationen und einer Ebbe-Flut-Messlatte im Wasser, deren Boden unterhalb der Ebbe-Linie und oberes Ende bis überhalb der Flutlinie reichte. Die Perforationen ließen das Wasser von unten mit gleichbleibendem Druck ein, um Wellen und Schwankungen zu verhindern. The perforations emitted the water from beneath at normal pressure and prevented wave fluctuations. Dadurch war das Wasser in den Senkkästen absolut still und stieg oder fiel lediglich mit der Ebbe und Flut des Meereslevels. Wenn der mittlere Gezeitenstand erreicht wurde, markierte man diesen auf der Messlatte und dies wurde zum festen Referenzpunkt für alle weiteren Messungen des Wasserspiegels. Fixed point to which all other measurements of water level were referred. Die vertikale Messlatte verbunden mit der Gezeitenregistriermarke an den Senkkästen ergab eine exakte Datumslinie, die 128 Inch über dem mittleren Gezeitenstand projiziert wurde. Dann wurde der Geodät benutzt, um eine exakte lotrechte Linie zu den entsprechenden Pfählen am Strand zu ziehen. Da die mittlere Gezeitenhöhe am ersten stationären Gezeitenmesspunkt eine fixierte, bekannte Größe war, wurde dies zum Basisreferenzpunkt für die Messung der Luftlinie in allen Stationen entlang der Geraden. Lasst uns diesen Prozess durch eine Illustration verdeutlichen. Wir haben eine Messlatte sowohl am ersten Messpunkt sowie an jedem weiteren beweglichen Registrierpunkt entlang der Linie. Die Linie XY ist die mittlere Gezeitenhöhe, welche als Fixpunkt auf der Messlatte markiert wurde. Das obere Ende mit 128 Inch über der mittleren Gezeitenhöhe wurde ebenfalls auf den Strand übertragen. Dadurch konnten sie sehr einfach die gleiche vertikale Höhe unabhängig von den Schwankungen der Tiden festhalten. Sagen wir, Sie wollten zum Beispiel an einem der portablen Tidemesspunkte bei 2 Meilen ablesen und der Messpunkt an der Messlatte A ist bei 12 Inch über dem mittleren Gezeitenpunkt. Der Rest der Latte steht also 116 Inches über dem Wasser heraus. Die Linie PQ ist unsere 116 Inch Linie. Am Punkt B mussten Sie also nur die Messlatte auf exakt 116 Inches über der Wassermarke am Senkkasten anpassen. 116 Inches above the waterline in the corresponding portable caisson. Dies wurde durch Morsecode unverzögert realisiert. Die Ablesung war also absolut akkurat. Auf diesem Wege war es völlig egal, ob die Messung bei Ebbe oder Flut oder irgendeinem Punkt dazwischen genommen wurde, weil der Fixpunkt am Senkkasten A die konstante und unveränderliche Referenzbasis bildete. Letztendlich konnte nach Feststellen der vertikalen Höhe der Messlatte B der korrespondierende vertikale Winkel auf die Landerhebung übertragen werden. Es gab 25 Tide-Registrierungspunkte, alle in einem 1/8 Meilen Abstand zueinander, vom Anfang bis zum Ende der Linie, welche damit eine Parallele zur Wasseroberfläche bildeten. Diese Höhenschichtmethode zur Ermittlung der zweiten Datumslinie der Tiden gegenüber der ersten, die manchmal unter Wasser verläuft, war wissenschaftlich und akkurat. Aber damit das Experiment gut funktionieren kann, musste die erste Sektion natürlich perfekt nivelliert sein. Würde sie auch nur geringfügig nach oben oder unten abweichen, bekäme man gegen Ende der Gerade verfälschte Ergebnisse. Deshalb wurde sehr viel Zeit darauf verwendet, mit mehrfachen Überprüfungen sicherzustellen, dass das erste Element perfekt austariert war. Morrow verwendete die feinsten und empfindlichsten Wasserwaagen, die es damals gab. Außerdem hängte er ein Lotblei über jede Seite des Elements und er kreierte eine selbst erstellte 12 Fuß lange Bleiwaage mit fein abgestimmter Genauigkeit. Alle drei Nivellierungsverfahren wurden aufeinander abgestimmt, damit die erste Sektion als perfekt austariert gelten konnte. Er betrachtete auch den Horizont mit dem Teleskop als weitere Bestätigung und befand die klare Wasserlinie des Meeres als perfekt parallel. Laut Morrow war das Nivellieren eine sorgfältige, gewissenhafte und erfolgreiche Arbeit, die von jedem Mitglied des Teams beobachtet und schließlich um 8.50 Uhr am Morgen des 18. März 1897 als perfekt erklärt wurde. Aufgrund der schlechten Qualität der spärlichen vorhandenen Fotos und Illustrationen der mechanischen Teile des Geradstreckenverlegers war es schwierig, alles ganz exakt in 3D zu rekonstruieren, ohne etwas gestalterische Freiheit und Vermutungen. Aber hier ist meine Version davon. Morrow besagt, dass der Geradstreckenverleger aus einer Anzahl an Doppel-T-Rechtecken bestand, jedes 12 Fuß lang mit versteiften und verspannten Querarmen von 4 Fuß Länge. Das Material war 1 Zoll Mahagoni, welches 12 Jahre in den Geschäften der Pullman Palace Car Company in Chicago lagerte. Der horizontale Balken war 8 Inch breit und der Querarm 5 Inch. Er nutzte Stahlverspannungsstäbe, die ein X über die gesamte Sektion bildeten und durch die Außenstücke der Querarme geführt wurden. Sie wurden angepasst, um die Rechtwinkligkeit zu erhalten.
Feingetrimmte Messingbelege an den Extremitäten der Querarme bildeten die Anlegefläche. Durch Flansche in der Verkleidung wurden ausgeklügelte Schrauben platziert, um die vorgenommenen Anpassungen zu fixieren. Jedes Element wurde gestützt durch zwei massiv gebaute Ständerplattformen mit Messinggussteilen, welche die Elemente trugen, und anpassbaren Klammern und Stellschrauben. Die Balken ruhten verkantet in den Gussteilen. Das benutzte Arbeitsprinzip war sehr simpel. Zwei rechteckige Platten wurden einfach aneinander geschoben oder zwei mechanische Winkel zusammengeschoben. Von der ersten bis zur letzten der 1045 Sektionen wurde dieselbe Prozedur systematisch durchgeführt. Zwei Ständer wurden vor den zuvor angepassten Sektionen platziert und die Gussteile auf die ungefähre Höhe gestellt. Das neue Element wurde in seine Position in die Gussteile gestellt. Zuerst drehten sie die Stellschrauben, um die horizontale Achse auf etwa in die Höhe der eingelassenen Messinglinie des vorherigen Balkens zu bringen. Die Messingbelege wurden dann bis auf 1/4 Inch zueinander gebracht. Der Bediener der Stellschrauben wurde dann angewiesen, durch Anheben oder Absenken des Abschnitts die Haarlinien direkt übereinander zu bringen. Die feinen Linien wurden mit einem Mikroskop ausgelesen und die Sektion dann vorsichtig horizontal durch zwei Bediener der Stellschrauben gleichzeitig bis auf 1/50 Inch zueinander bewegt. Dann wurde eine Karte aus Zeichenpapier zwischen die Messingkontaktflächen geschoben, um bei gleichmäßiger Reibung den Abstand zu garantieren. Wenn dieselbe Karte mit derselben Reibung durch beide Messingplatten oben und unten geschoben werden konnte, bewies dies, dass die Anpassung präzise war. Schließlich wurden die beiden Teile an den Messingelementen mit demselben Drehmoment miteinander verschraubt und die Prozedur wurde wiederholt. Sie hatten Wachmänner, die nachts den Aufbau ununterbrochen beobachteten, damit niemand sie manipulieren würde. Da wie zu erwarten die Erdkrümmung in einem Logarithmus verläuft, der sich exponentiell gegen Ende des Experiments zeigen würde, ergaben sich keine sichtbaren Abweichungen für die ersten paar Sektionen, aber danach war es eine klare Sache. Sobald die Sichtlinie eine konstante Abweichung nach unten zeigte, konnte die Form der Erdkrümmung bereits festgestellt werden. Und sie war natürlich konkav. Was noch festgestellt werden musste, war, ob die Höhe der Abweichung konsistent mit dem Umfang der Erde war, und sie war es. Nach einer Meile betrug sie 8,02 Inches, nur 0,02 Inch entfernt von der erwarteten 8 Inches. Das, mein Freund, ist das Werk eines Genies. That, my friends, is the work of a genius. Nach 2 Meilen war es immer noch sehr nah, 30,62 Inches der allgemein angenommenen 32. Und am Ende des Experiments bei 2 3/8 Meilen war die Absenkung 48,25 Inch. Bei jedem 12. Element wurde die Wasserwaage abgelesen. Wenn die Blase begann nach Süden abzuweichen, würde sich zeigen, dass die Erde konvex ist. Wenn sie nach Norden geht, konkav. Die Blase bewegte sich konstant Richtung Norden des Schauglases. Eine Lotbleischnur wurde ebenfalls benutzt und über die 4 Fuß langen vertikalen Querarme gehängt. In umgekehrter Weise zur Wasserwaage würde sich bei Konvexität das Blei nach Norden bewegen und nach Süden bei einer konkaven Erdoberfläche. Das Senkblei neigte sich konstant nach Süden in Übereinstimmung mit der Konkavität. Die 12-Fuß Bleiwaage würde den abweichenden Winkel in der Länge des einzelnen Balkens zeigen. Diese Neigung würde gegen Ende des Experiments auffallender werden. Morrow benutzte auch das Teleskop, um von 15 Fuß hinter dem letzten Element den Horizont zu betrachten. Er bemerkte ein kontinuierliches Absinken der Sichtlinie unter den Horizont, was ebenfalls bewies, dass sich die Erde nach oben wölbt. Es gab 3 Hauptmessungen, in denen alle 4 dieser Messungen durchgeführt wurden. Eine bei 1 Meile, eine bei 2 Meilen und eine bei 2 3/8 Meilen. Die Ergebnisse bezeugten alle die Konkavität der Erde. Die bleibende Sichtlinie des Experiments erwies eine erwartete starke Absenkung der Geraden, die durch die abgetragene Sandbank hinter dem Gordon Pass letztendlich die Wasseroberfläche traf. Morrow brachte einen hervorstehenden horizontalen Stahlstreifen auf die Höhe der zuletzt genommenen Messung an Fall 20 bei der 2 3/8 Meilen Markierung an. Dann ging er mit seinem Teleskop zurück zum 19. Pfosten, 1/8 Meilen entfernt, wo dann die Höhe der zweiten Markierung ausgerichtet wurden, um durch die Ausgrabung an der Sandbank zu peilen, und wartete dann darauf, dass der Boden des Schiffrumpfs an diese Stelle manövriert wurde.
Durch Signalisierung wurde dies bestätigt und die Mannschaft an Bord kalkulierte eine Entfernung von 4 1/8 Meilen zum Startpunkt. Das Experiment war abgeschlossen und erwies sich als kompletter Erfolg. Und die Daten sprechen für sich selbst. Es wurde nicht daran rumgefuscht. Selbst Simanek gibt zu, dass sie unverfälscht sind. Und man beginnt den klaren Sieg der Konkavität zu erkennen, wenn man sich die Zahlen der Spalte Distance of Air Line Below Secondary Datum und die Menge der Inches der Absenkung alle 1/8 Meilen ansieht und sie in eine Grafik überträgt. Seht ihr, wie akkurat sie mit der kalkulierten Erdkrümmung übereinstimmen? Es ist wirklich ein Volltreffersieg und ein stiller Beweis für die Tatsache, dass wir in einer kugelförmigen, konkaven Erde leben. Wenn ich daran denke, dass all das mit einer Vision Caress von der Konkavität der Erde startete, mit der Verbreitung dieser Dokumentation glaube ich, dass er endlich den Respekt und die Würdigung bekommt, die er genauso wie Ulysses Grant Morrow so sehr verdienen. Und auf der anderen Seite werde ich mein Bestes geben, um sicherzustellen, dass die modernen Crackpot-Wissenschaftler und theoretischen Physiker von heute, die vollkommene Täuschung praktizieren, sich zu Recht dafür schämen und Wiedergutmachungen leisten. Wenn du Fragen hast, wie die konkave Erde funktioniert, Sachen wie der Horizont, warum wir dann nicht auf die andere Seite der Erde sehen können, die Umlaufbahnen der Planeten, Mond, Sonne, die unglaublich groß angenommenen Distanzen und Größen von Himmelskörpern, die Corioliskraft, das Sonnenanathema, das Konzept des Lichtäthers und dem Trugschluss der Schwerkraft und so weiter, dann empfehle ich dir, einige meiner Videos anzusehen oder besuche das Concave Earth Forum, wo alles restlos erklärt wird. Zusätzlich besitzt das Concave Erdmodell im Gegensatz zur konvexen oder flachen Erde keinerlei Mängel. Unlike the convex or flat Earth, is the only model of the Earth that possesses no flaws to it. Der Prozess des sich biegenden Sonnenlichts aufwärts zur Himmelskugel ist eine überprüfte Realität. Da ist auch eine Glaskugel über unseren Köpfen, das Firmament, welches durch negative Lichtbrechung deine Wahrnehmung invertiert. Diese göttliche List wird nun mehr als je zuvor offenbart, während die moderne konventionelle und kriminelle Wissenschaft Betrug betreibt, was nun im großen Stil aufgedeckt wird. Wir stehen am Rande einer explosionsartigen Verbreitung der Wahrheit über die konkave Erde, da die Menschen, die eine nicht funktionierende flache Erde befürworten, nur einen Schritt davon entfernt sind, sich mir anzuschließen, um mit mir zu helfen, die Wahrnehmung der Erde, der gesamten Menschheit unauslöschlich zu verändern. Abschließend möchte ich ein Angebot machen an die ehrlichen und wissbegierigen Geodäten, Landvermesser, die Architekten und Ingenieure. Macht es zu eurer Priorität, euer eigenes Geradstreckenverleger-Experiment durchzuführen. Die Zeit, um dieses Thema endgültig zu klären, ist längst überfällig. Nichts würde mich mehr freuen, als wenn mindestens ein Dutzend eigenständiger Geradstreckenverleger-Tests auf jedem Kontinent weltweit durchgeführt würden und sie alle miteinander unwiderlegbar zu dem Schluss kommen, dass die Erde konkav ist. Wenn du den Wunsch hast und den Unternehmungsgeist und die Ressourcen, um dieses Thema aufzuklären, dann flehe ich dich an, es zu tun. There's a trick of the eye. Due to the crystal ball. In the sky, you bought a lie. You were told you were on the outside. If this is news to you, your leaders have misled you, 'cause they have known all this time. They know we're on the inside. Thank you.
about the Lord and you, G. Morrow. Cause they proved it all a lie. They proved we are all inside. There's a trick of the eye due to the crystal ball in the sky. You bought a lie. You were told you were on the outside. This is news to you. Your leaders have misled you, 'cause they have known